Wenn du wissen willst, wie man easy und solo in Ark Survival Evolved ein Giga zähmen kann, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn das zeige ich dir in diesem Video. Moin, mein Name ist Nico der Profi und heute zähmen wir einen Giga. Das war von euch gewünscht und deswegen machen wir das auch. Wir gehen mal direkt rein in die Sachen und gucken, was wir brauchen. Also, wir brauchen auf jeden Fall heute 4 kleine Metalltore. Wir brauchen große Bärenfallen. Ich nehme jetzt einfach mal 4 mit, ne? Falls wir da mehr von brauchen, als wir sollten. 2, 3 sollten auch reichen. Ich habe mir einiges an Flinten eingepackt, weil ich muss da 130 mal raufschießen, bis das Ding umfällt. Deswegen sollte man dann ein kleines Backup dabei haben, damit man auf der sicheren Seite ist, denn Vorbereitung beim Giga-Zähmen ist das Wichtigste, bin ich der Meinung. Wir brauchen natürlich irgendwie Kibbel, Fleisch, Matten, irgendwas, was ihr da verfüttern wollt. Wir brauchen genügend Narkosemittel und wir brauchen natürlich genügend Betäubungspfeile. Und ihr braucht einen Agi oder einen Petri oder keine Ahnung, was ihr nehmen wollt. Von mir aus könnt ihr auch zu Fuß langlaufen. Und ich würde sagen, ich fliege jetzt mal eben zum Giga und dann geht es auch direkt los. So, wir haben hier unten unseren Giga und natürlich werden jetzt wieder einige schreiben, ich habe keine Mod und weiß nicht, wo ich den finde. Es gibt ja Spawn-Maps dazu und bei mir war der entweder immer jetzt hier auf der Island, wo ich auch gerade bin. Oder wenn ich jetzt mal mit der Spitze hierhin zeige, haben wir irgendwo Schatten, genau, quasi in die Richtung auf diesem anderen großen Berg im Schneebiom. Da läuft auch ab und zu mal einer rum. Wisst ihr also schon mal Bescheid, wo sie auf die Island rumlaufen. So, als allererstes suchen wir uns jetzt mal einen safen Spot, wo wir irgendwie unsere Falle aufstellen können. Da sind ein paar Alus, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Jetzt sind hier noch 2 Alpha-Raptoren. Rex läuft ja auch rum. Also je nachdem, wo ihr seid, müsst ihr eben aufpassen, dass ihr hier nicht von irgendwas anderem noch weggebamst werdet. Aber wir fangen jetzt einfach mal an und stellen mal unsere Tore auf und machen das in so einem Art Trapez, nicht zu weit offen, aber so, dass der Giga da reinlaufen kann. Das sollte ganz gut passen. Jetzt kommt der Saver an. Denn wenn der hier später reinläuft und getrappt ist, hauen wir hier das nächste Tor hin. Und wir hauen jetzt mal hier einfach mal 2 von diesen großen Bärenfallen rein. Beziehungsweise ich nehme jetzt auch gerne ein bisschen mehr. Einfach zur Sicherheit. Und hoffe, dass da jetzt nichts anderes da langläuft oder reinläuft. Und wir versuchen jetzt mal den Giga zu pullen. Das Problem ist, dass der halt ganz gerne alles auffrisst, was er sieht. Dementsprechend müssen wir da ein bisschen Geduld haben. Weil es ist doch schon eine relativ weite Strecke, die wir jetzt hier gewählt haben. Wenn ihr könnt, geht da näher ran an den Giga. Ich räume zwischendurch nochmal den Weg, gehe ein bisschen auf. Wie gesagt, Vorbereitung ist das Wichtigste jetzt hier bei der Zähmung. Damit wir dann auch relativ entspannt jetzt hier langkommen. Ich werde jetzt mal Folgendes versuchen. Ich schieße den einfach mal aus der Distanz an mit der Flinte. Das nervt ihn. Schön. Agi ist leider nicht ganz so schnell mehr heute unterwegs. Oh, da ist er. Da ist er. Oh, ich glaube, der ist schneller als wir. Dann gehe ich lieber hoch. Fliege nicht mit ihm auf einer Höhe. Da sieht er jetzt noch den Saber, den er da aufpicken kann. Ich schieße einfach nochmal auf ihn drauf. Oh ja, der ist sauer. Der kommt jetzt aber falsch rum. Oh, ist er drin? Er hängt fest, aber in der falschen, an der falschen Seite. Okay, jetzt löst er sich auch langsam wieder. Sehr schön. Jetzt will er uns nehmen. Ich habe schon überlegt, ob wir ihn anders einbauen gerade. Müsste eventuell auch ein bisschen flexibel und kreativ sein, um ihn dann einzubauen. Er läuft jetzt wieder nicht im richtigen Winkel. Das könnte eigentlich, wer hat da wieder irgendwas entdeckt? Und wenn er sich jetzt schön dreht, könnten wir ihn hier reinkriegen. Dreht er nicht, hat einen zu großen Wendekreis. Das ist nicht sein Ernst. Jetzt stehen wir hier vor, jetzt muss er sich reinbewegen. Er findet leider die Fallen zu interessant. Ist er schnell runter. Und das Tor placen. Das dürfte es sein. Ich nehme jetzt nochmal einfach noch ein viertes dazu. Ein fünftes meine ich. Das dürfte es jetzt gewesen sein. Der Agi denkt sich, ich greife ihn jetzt an und stirbt. Ist auch gestorben, ist aber nicht so wild. Also, getrappt ist er. Ihr müsst da ein bisschen auf euer Flugdino aufpassen. Habe ich jetzt gerade nicht gemacht, war dumm. Nehmt da am besten was, wo sich das Opfer verkraften lässt, wenn er dann stirbt. Ich schieße jetzt hier rauf. Das sind 130 Schüsse. Und wir sehen uns dann einfach wieder, wenn ich ihn gelegt habe. So, da kippt er um und die eine Flinte hat ganz, ganz knapp gereicht. Fast wäre die kaputt gegangen. Das heißt, wir können jetzt hier unser Kibbel reinschmeißen. Und vor allem das Betäubungsmittel. Da müssen wir direkt hier auch schon nachdrücken, weil dann nimmt die Benommenheit sehr, sehr schnell ab. Und falls euer Argentave sterben sollte oder was auch immer ihr dabei habt und da ist euer Zeug drin, was ihr zum Zähmen braucht, dann sammelt das schnell wieder auf. Bei mir war es jetzt weg, aber ich nehme hier ein Video auf, deswegen konnte ich es mir wiederholen. Und generell hätte ich da eben zu meinem Argentavis rennen sollen, statt einfach wegzurennen, hätte der auch überlebt. Also die Gefahr ist da eigentlich gar nicht so hoch, dass da was stirbt. Ihr müsst halt nur aufmerksam sein und die richtigen Entscheidungen treffen. Und wie gesagt, Vorbereitung ist da einfach das A und O. Und eventuell nehmt ihr zur Sicherheit einfach dann auch noch ein weiteres Tor mit. Das hätte eigentlich hier reichen müssen, aber man weiß ja nie. Und bei einem Giga sollte man dann schon auf Nummer sicher gehen, damit man denn da nicht stirbt irgendwie, wenn man ihn denn schon getrappt hat. So, der Giga ist jetzt fertig. Und jetzt gucken wir uns doch mal Folgendes an. Wir nehmen jetzt einfach mal das Tor hier weg, reißen das einfach mal ein. Der Giga ist auf Folgen eingestellt und der wäre da auch nicht rausgekommen. Ganz knapp müsste er so aufpassen. Wie gesagt, geht da einfach auf Nummer sicher. Dann sollte euch da auch nichts passieren. Ich würde mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen, denn das hilft dem Kanal weiter, dass das Video eben auch anderen Menschen angezeigt wird. Und so kann mein Kanal wachsen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.